Ein Leben in der Zukunft soll durch Gemeinschaft geprägt werden. Und da möchte ich auch meinen Anteil zu beitragen. Mein Traum für die neue Wohnung ist, dass es barrierefrei ist. Dass ich auch mal in eine Wohnung von jemand anderem reinkomme, weil mir das hier nicht möglich ist. Dieses barrierefreie Haus finde ich ein Traum. Und dann nicht nur eins, sondern drei. Also was ich besonders cool finde in dieser Wohnform, die wir anstreben, ist, dass ich schon einen Großteil der Leute kenne, mit denen ich einmal zusammen wohne, in einem Stadtteil, der noch nicht existiert. Und wir planen selber, also sind an der Planung beteiligt, dürfen mitbestimmen, übernehmen Aufgaben in der Planung und können das jetzt wachsen sehen. Und Mieter zu sein, aber gleichzeitig darüber zu bestimmen, was passiert mit diesem Mietshaus. Ich bin heute der Meinung, dass wir die Entwicklung des Wohnungsmarktes nicht dem freien Markt überlassen dürfen. Das geht nicht. Das Recht auf Wohnen und das Recht auf Essen und so weiter, das sind einfach Dinge, die müssen jedem zur Verfügung stehen. Und wenn wir den Wohnungsmarkt sich selbst überlassen oder marktwirtschaftlichen Gesetzen unterordnen, dann kommt eine sehr, sehr große Gruppe von Menschen zu kurz. Sie kann dieses Recht auf Wohnen nicht mehr wahrnehmen. Sie findet einfach keinen Wohnplatz oder muss an Orten wohnen, wo man nicht gerne wohnt. Ich erlebe immer wieder Leute, die aus den Wohnungen aus müssen, weil sie zu teuer sind, weil die sie gekündigt kriegen und weil sie, und das finde ich einfach unglaublich, dass man da ein anderes Modell finden kann, wo man das nicht mehr, die Angst nicht mehr haben muss. Ja. Das, was in Deutschland läuft mit Wohnungen, ist falsch und ich will es anders haben. Mit dieser Idee, die wir da haben und die uns allen so gut gefällt, wirken wir nach außen. Ich glaube, dass das System, wie in Freiburg und in Deutschland Wohnungen gebaut werden und wie sie vermarktet werden, wer da alles mitverdient, ist einfach zum Tode verurteilt. Also die uns Geld geben, brauchen wir. Die haben wir ja auch zum Glück gefunden. Wir haben ja eine neue Idee und brauchen, um diese Idee umzusetzen, Menschen, die das auch finanzieren. Also irgendwie hatte ich halt ein bisschen Geld und da habe ich überlegt, wie lege ich das an. Und dann habe ich halt die größte Summe, also ich habe so ein bisschen was anderes damit gemacht, aber die größte Summe in meinem Mietshaus-Syndikat angelegt, weil ich es einfach eine sinnvolle Geschichte finde. Weil ich es wichtig finde, dass Menschen eine Wohnung haben, auch eine Wohnung haben, genügend Wohnraum, also vor allem für Familien mit Kindern und denen sich wohlfühlen, das ist ja ein Grundrecht. Und die Rendite, ich habe für meinen Kredit 1%. In der heutigen Zeit finde ich das also gut. Wollen wir, dass Freiburg eine Stadt der Besserverdienenden wird? Und das kann es nicht sein, dass zum Beispiel Freiburg, also ich nehme jetzt ja Freiburg, weil ich hier wohne, dass in hier nur noch Leute wohnen, die Geld haben und sich das leisten können, hier zu wohnen. Das ist ja ein Grundrecht. Ich muss ja irgendwo wohnen. Ich könnte sogar angucken, was mit meinem Geld passiert. Und ich bin da schon, und demnächst gibt es ja auch dieses Fest, ne? Ja. Ja. Haben wir schon angemeldet. Ja, und ich war auch schon mal im ersten Spatenstich dabei. Ja, das Besondere an unserem Lama-Projekt ist, dass wir einfach schon so lange zusammen wohnen. Wir wohnen sicher schon 10 Jahre zusammen und in diesem gemeinsamen Wohnen ist dann die Idee entstanden, das könnten wir doch eigentlich ausdehnen. Das heißt, der eine holt die Kinder vom Kindergarten für den anderen ab. Wenn ich einkaufen gehe, kann ich sagen, hey, kann ich meine Kinder bei euch im Hof parken? Also bei uns im Hof parken, du guckst kurz drauf. Babysitter müssen wir ganz selten kaufen, weil irgendjemand im Haus hat immer Zeit. Und diese ganzen Vorteile, die haben wir genossen oder genießen sie immer noch und haben als Idee auch dieses solidarische gemeinsame Wohnen, ohne dass es gleich eine Kommune ist, auszuweiten. Man trifft sich hoffentlich auch ganz oft auf dem Flur oder im Gemeinschaftsraum, so wie das hier auch läuft. Man läuft sich ja immer wieder über den Weg. Ja? Und man ist informiert über die Sorgen, Nöte und guten Momente der anderen Menschen und interessiert sich dafür. Darüber funktioniert es ja. Wir werden immer darauf achten, zumindest solange die Ursprungs-
Generation dann noch drin wohnt, eine Heterogenität drin zu haben, also sowohl 70 als auch 0 Jahre. Dieser Gedanke, kein Eigentum haben zu wollen, kam auch daher, dass einige von uns in der Gruppe einfach auch nicht die nötigen finanziellen Mittel haben, um Eigentum zu haben. Nichtsdestotrotz wollten sie in einer Hausgemeinschaft leben und urban leben, also auch zentral leben. Das ist auch noch ein entscheidender Aspekt. Weil wer in Freiburg zentral leben will und sich das nicht leisten kann, der hat halt ein Problem und muss aufs Land. Die Beratung durch das Mietshäuser-Syndikat ist vor allen Dingen eine ökonomische. Wie kann ich sowas denn aufziehen? Wie kann ich sowas stemmen? Wie kann ich sowas finanzieren? Weil das sind Summen, die wir uns in unserem Privatleben sonst nicht vorstellen können. Und da dann auch so die Erfahrung des Mietshäuser-Syndikat, auch so eine gewisse Coolness zu sagen, das klappt schon irgendwie, eine Sicherheit zu geben, eine theoretische Sicherheit zu geben. Praktisch ist das Mietshäuser-Syndikat ja nicht als derjenige, der uns auffängt, da, aber eine Sicherheit zu geben, zu sagen, hier, ihr habt im Kreuz 80 oder mittlerweile über 100 andere Projekte, wir schaffen das. Aber für unsere Entscheidungen, die wir treffen, das sind wir, die wir hier zusammen wohnen, wir treffen die Entscheidungen, sonst niemand. Das Mietshäuser-Syndikat trifft für uns keine Entscheidung, sondern es berät uns nur. Letztendlich müssen wir darüber entscheiden, was wir machen wollen in dem Haus, in dem wir leben wollen. Meine Aufgabe ist, dass die Informationen fließen zwischen der Gruppe jeweils und dem Architekturbüro und wieder zurück vom Architekturbüro an die Gruppe. Ich finde es einfach ganz toll, neue Syndikatsprojekte so ins, also denen zu helfen, sich zu organisieren und dann so wachsen zu sehen. Das mache ich, macht mir einfach Spaß. Ich wohne erst selber in so einem Projekt und ich finde, es hat einfach unheimlich viele Vorteile und das sollen auch noch andere Menschen haben. Und das ist ja auch ein Teil dieses Konzepts, also dieser Idee des Mietshäuser-Syndikats, dass man eben solidarisch ist mit anderen. Ich habe schon in sehr viele Teilbereiche Einblick, also gerade so Schnitt, also Schnittmenge Architektur und Finanzen. Zwischen Finanzgruppe und Architekturgruppe. Da muss man immer so ein bisschen übergreifend ein bisschen Einblick haben. Und ich bin dafür da, immer die Lücken bei den Gruppen dann zu schließen bzw. wieder aufzufüllen. Wir verkaufen die Häuser einfach nie mehr weiter. Die werden nicht mal auf den Wohnungsmarkt geschmissen und dadurch bleiben sie bezahlbar. Die Kosten, die entstehen, die müssen wir natürlich irgendwie aufbringen. Aber wir müssen keine Gewinne erwirtschaften aus unserem Mieten. Nachhaltig wird es eigentlich erst dadurch, dass man im Grundbuch festgeschrieben hat, dass die Mieter und Mieterinnen auf Dauer dort das Sagen haben. Und das ist bei unserem Modell ebenso. Ja, und bei mir hat es wie bei Regina eigentlich auch noch viel früher angefangen. Wir haben nämlich schon Jahre vorher beschlossen, auf die Neubauflächen loszugehen in Haslach. Wir haben uns mit der Stadt rumgestritten, ob da Genossenschaften als Baugemeinschaften anerkannt werden oder nicht. Und in diesem ganzen Prozess ist das Projekt entstanden und da haben wir schon rumgewirbelt. Ja, der Kern von der ganzen Idee ist einmal natürlich Hausprojekte machen und dann aber eine besondere Form. Die ist hier so entstanden von der Idee her in den 80ern und dann erst einmal formuliert worden Ende 80 des Mietshäuser-Syndikat. Als so ein Solidarzusammenhang zwischen Projekten, die schon etabliert sind und die eben dafür sorgen, dass neue Projekte nicht das Rad neu erfinden müssen, dass sie dann Know-how denen zur Verfügung stellen und aber auch Geld. Das ist so die Grundidee und es ist ein Zusammenhang, der schön gewachsen ist. Das haben wir nie für möglich gehalten. Wir haben erst gedacht, mal so ein Dutzend Projekte. Und es sind jetzt 10-mal so viel im Mietshäuser-Syndikat in ganz Deutschland. Wir machen das schon ganz lange. Wir haben früher das Greta zusammen auch angefangen, vor 30, 35 Jahren. Und haben dann mit das Mietshäuser-Syndikat entwickelt, erfunden. Und das ist halt eine schöne Lebensbeschäftigung, da so weiterzumachen. Beim Start haben wir viele gemeinsame Arbeitsgruppen gehabt, was auch sehr hilfreich war. Und ich glaube, die einzelne Gruppe entlastet hat, weil, sagen wir mal, in fast jeder Gruppe das Know-how vielleicht ein bisschen anders gelagert ist oder was anderes aus der Gruppe kommt und so, das konnte man alles ein bisschen zusammenführen und hat, glaube ich, viel erleichtert
als Gesamtplenum, wo die Leute aus den drei Häusern sich treffen und die einzelnen Projekte plenieren ja auch. Und dann gibt es die Arbeitsgruppe Finanzierung und Architektur und die Gespräche mit der Architektur und um was man sich halt alles so kümmern muss. Und wir haben viel, viel plädiert in den letzten 2,5 Jahren. Es geht ja auch nicht nur um eine Geldanlage irgendwie, auch wenn sie sinnvoll ist, sondern man schafft es dann mehr oder weniger auch den Leuten rüberzubringen, dass es darum geht, eine Alternative zu dem üblichen Immobiliengeschäft zu machen. Also dass Leute, die kein Eigenkapital haben, über die Direktkredite bezahlbare Wohnungen bekommen, die nicht wieder auf den Markt gehen, wo sie nicht gekündigt werden, was nicht zweckentfremdet wird. Und das ist das, was man sich ja so wünscht, wie Wohnraum funktionieren soll. Und da eine Idee von zu kriegen, wie sowas praktisch geht, ich glaube, das kommt rüber. Und das ist auch so ein Gutteil von diesem Erfolg, den wir da haben. Also es hat einfach auch noch die Komponente, dass also die Leute nicht einfach das Projekt oder gerade die Person, die da jetzt einziehen, unterstützen, weil es werden viele andere Leute auch in diesen Häusern mal leben, sondern es ist wirklich eine Beteiligung an einer Unternehmensform auch, also oder an einer Unternehmensidee. Es ist eher, hat einfach auch den Aspekt vom Mitmachen. Wir machen vom Bauverein, wem gehört die Stadt, gucken wir uns jetzt an. Wie ist es in Dietenbach, wie ist es am Güterbahnhof, da wollen wir auch neue Projekte machen. Und das sind so die Perspektiven. Das steht einfach an, das zu tun. Macht auch Spaß.